Es ist ein Geben und Nehmen. Seit einem halben Jahr arbeitet Anna Schmidt nun schon in den Regens-Wagner-Werkstätten in Dillingen mit behinderten Menschen zusammen. Es ist eine Arbeit, die der 22-Jährigen Spaß macht und sie erfüllt. Wenn man gut arbeitet und den Leuten das gefällt, wie man mit ihnen umgeht, dann bekommt man das viel zurück. Die sagen einem das, die sind unglaublich lieb zu einem und freuen sich auch, einen zu sehen. Und das ist natürlich was Schönes, wo man dann auch weiß, dass man jeden Morgen gerne hierher kommt. Und ihre Arbeit war es letztendlich auch, die ihr das Katholischsein näher gebracht hat. Sehr inspirierend, wenn sie natürlich auch erzählen, wenn sie als Messdiener arbeiten und wie der Gottesdienst war und was sie dort erlebt haben. Und das macht das Ganze einfach so schön. Und das Wir-Gefühl hat einfach dazu geführt, dass man das sich näher anschaut, sich damit befasst und auseinandersetzt und dass einen das auch so inspiriert und man merkt, dass das was Schönes ist. Dass ich mich für mich dazu entschieden habe, dass ich auch einfach ein Teil davon sein möchte. Bei der Zulassungsfeier im Augsburger Dom ist Anna Schmidt dann eine von vielen. Jeder ist seinen ganz eigenen Weg zum katholischen Glauben und zur Kirche gegangen. Jeder kann seine ganz eigene Geschichte erzählen. Wunsch haben alle den gleichen, dem Ruf Gottes zu folgen und katholisch zu werden. Das bringt sie alle zusammen. Aber ansonsten ist es eine ungeheure Vielfalt von wegen. Eine Mutter, die eben erzählt hat, dass ihr eigenes Kind, das sie getauft hat, weil sie einen katholischen Partner hat, immer wieder gefragt hat und gesagt, ja, aber Mama, glaubst du nicht? Und jetzt hat sich's verdichtet. Eine andere ist von ihrer Arbeitskollegin auf den Weg gebracht worden. Was bei vielen ist, ist es wirklich ein Partner, eine Partnerin. Wertschätzung und Dank gilt an diesem Tag daher auch den vielen Begleitern der Katechumenen und Firmenbewerbern, etwa den Ehepartnern oder Mitgliedern der Pfarrgemeinden, so Bischof Konrad Starsa. Sie sind es oftmals, die den Weg zum Glauben ebnen, den Taufbewerbern bei ihrer Vorbereitung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es ist vor allem ein Zeichen für die einzelnen Pfarreiengemeinschaften, dass dort also in der Tat das auch weitergeht, was wir uns bistumsweit bemühen, die Weitergabe des Glaubens, die eigentlich Aufgabe hier eines jeden von uns ist. Und insofern sind diese Menschen, junge, alte Männer, Frauen, die da kommen, eben auch für uns eine Ermutigung, eine Stärkung und ein Zeugnis, denn das ist ja niemals eine Einbahnstraße, wie ich es immer sage, sondern das ist immer eine gegenseitige Bestärkung im Glauben. In einer feierlichen Zeremonie wurden die Bewerber namentlich aufgerufen, bevor sie dann ihre Zulassung zu Taufe, Firmung und Eucharistie erhielten. Es war ein aufregender Moment, denn alle durften zum Bischof vortreten, der jeden Einzelnen segnete. Beim Miteinander im Kolpingsaal hatten die Bewerber dann die Möglichkeit, ihren Bischof näher kennenzulernen und den Tag Revue passieren zu lassen. Es war sehr spannend, sehr interessant und ich hatte sehr zitternde Knie. Also mir geht's wirklich gut. Man gehört zu der Familie dazu, zum Glauben dazu, man ist nicht alleine. Das ist ganz wichtig. Ich wurde evangelisch getauft in Guatemala, da komme ich her. Und habe meine Kommunion katholisch gemacht und so alles so ein Mischmasch. Und jetzt bin ich so, ich will meine Glaube bestätigen, ich will katholisch bleiben. Ich arbeite bei einer Stiftung und war letztes Jahr beruflich in Tansania bei den Benediktinerinnen und habe da sozusagen zwangsweise das erste Mal in meinem Leben an einer Messe teilgenommen. Also ich bin dann wirklich sehr gerührt gewesen, war da in Tränen aufgelöst in der Kapelle gesessen und habe mich dann, wie ich zurückgekommen bin, dazu entschieden, getauft zu werden. Ich muss sagen, ich bin für mich einfach ruhiger, ausgeglichener und mit mir selber ein bisschen mehr im Reinen. Für die Taufbewerber geht es nun auf zur letzten Etappe. Nur noch ein paar Wochen der Vorbereitung sind nötig, bis sie dann ihren langen Weg in die Kirche beenden und in der Osternacht das Sakrament der Taufe, der Firmung und der Eucharistie empfangen.